Sie guten Morgen vom Montag. Da jetzt an dem Tag jetzt mal Kundendienst voll und die Lichter voll sind nach euch. Dann macht der Liam, der Basti macht dahinter den Zylinder von dem Heister. Genau, da sind alle Lichter rundherum. Bremslichtschalter kommt auch neu rein. Ölwechsel, Luftfilterwechsel und David sind am Wochenende alle Teile kommen für den 37er. Der hat die Ohrringe rausgemacht jetzt schon. Alles sauber putzt. Aber ich kann noch ein Putzen. Unter die Fuge sagen oder die Eistiche für die Ohrringe. Alles richtig ordentlich putzen. Da könnt ihr sehen, die sind alle immer euch weit her und auch schon ziemlich oval drückt. Ihr verliert noch einfach mit der Zeit die Spannkraft. Genau. Und es kommt dann auch im Alter. Vielleicht, wenn man öfters mal das Kühler frisch tauscht, dann hat man solche Probleme vielleicht auch nicht. Aber ja. Friedeln kann man das nie ganz bei den Motoren. Das ist leider eine Krankheit davon. Jo. Und in dem Viehhänger müssen wir noch neue Bremsseile reinmachen. Neue Bremse erst gemacht. Aber da ist das Problem, dass die immer wieder haken. Da muss man gucken, dass man das alles voll macht. Erstmal zum Montag. So, herzlichen guten Morgen vom Dienstag. Ich muss mal die Wand hier aktualisieren. Da sind Teile dafür da, das müssen wir fertig machen. Sonst bauen wir das nicht Teile auch dafür da. Kann man da noch tun. Ja, also gerade relativ viel Bewegung. Der ist fertig. Wo ein Bericht noch geschrieben wird. Jo, so schaut's aus gerade. Gerade Rolf. Und ja, das ist nur kurz für mich da. Beine, Gedankenstütze. Jetzt waren gerade wieder etliche Leute da. Jo, da kriegt die Werkzeuge raus. Zwar ein bisschen zu klein für die Kolbe, aber das kriegen wir hin. Kolbe wird ja sputzt dann, oder? Also, dann vorsichtig mit Gummihammer reindrücken. Oder reinklopfen, oder wie auch immer. Normalerweise müsst ihr die fast von Hand. Ja, muss schon klopfen. Ist gut, wenn die stramm gehen. Sitze schon, oder? Wo sind die vorher auch so drüber gestanden, ja, oder? Dann nehmen wir mal ein Holz und tun es mal so drauf, weißt du? Ja, guck, die kann man schon von. Oh. Zum Teil gehen sie von Hand, zum Teil nicht. Ja. Jetzt machen wir die da voll ein. Zeigen wir euch gleich noch, wie wir die Kolbe einbauen. Ölspritzdüsen sind alle noch da. Genau, jetzt um Holz. Holz mal richtig bumm. Weiter. Gut. So, die ist jetzt drinnen. Nur noch ein wenig, oder? Und das drückt es halt auch. Ja, dann klopfen wir mal drauf. Gut. Vom Ton her hörst du schon, die ist satt jetzt, weißt du? Ja. Nächste. Oh,
Gut. Spelter, hä? Warte mal. Jetzt. Gut, hast du gehört, wie sich der Ton verändert hat? Ja. So, machen wir alles sauber wieder. Da könnte man jetzt auch natürlich sich ein Kunststoffteil drehen, wo dann sauber ein Pixel reingeht und dann. Du weißt, was ich meine, oder? Mhm. Genau, grob will auch viel mehr sauber machen. Dann auf jeden Fall unten überall Öl, weißt du, Öl drauf. Ja. Schon neue Bläulschale schon eingemacht? Nein. Noch nicht? Und ja, natürlich mit dem Ding, mit dem Ohrring, das ist immer so eine Sache, aber normalerweise dürfte nichts passieren. So, dann machen wir das Kolben rein und dann lassen wir den Zeitraffer mitlaufen. Davon, dass ihr da das ausseht.
Montagabend. Zylinder ist fertig, Kette und Eichfettel. Batterie müssen nur laden, die macht ein bisschen schwach. Rolf hat halt wieder fleißig geschlossert. Das sind leider draußen die Dinger, das kann ich vielleicht mal noch die Woche mal noch zeigen. Zwei Zylinder sind zusammen. Diese und diese mit neuem Kopf der. Dann machen wir morgen gefällt zusammen, da fällt noch ein Dichtring oben für den Kopf. Dann dauern David schon vielleicht dazukommen. War halt ziemlich viel anders wieder los. Der hat auf jeden Fall mal alles putzt. Wasserpumpe hat er drin, eine neue, wie ihr sehen könnt. Vielleicht ist so nicht lackiert. Oxet hat er sich schon. Morgen noch die dritte Buchse, dann kann man die voll neu machen. Der wusste jetzt auch nicht so richtig, ob man die alte Buchse irgendwie halt wieder so neu bauen müsse, wie sie drin waren oder nicht. Meine Augen macht das keinen großen Unterschied bei so einem Motor. Klar sind Laufspuren minimal drin, wie er eingelaufen ist oder was weiß ich, aber normalerweise dürfte es kein Problem geben, wenn man die je leicht verdreht oder irgendwie einbaut. Von dem her, ja gut. Nicht so schlimm. Basti war den ganzen Tag UVV machen. Heute Vormittag und Nachmittag. Ja, ich war Büro rumspringen, Ersatzteile suchen. Haben wir gerade noch den dann noch flott gemacht, den Kamerad. Da waren wieder gefüllt 3 Liter Öl im Motor gezogen. Da ist mir richtig Sauerei rausgekommen aus dem Karren. Da geht jetzt auch wieder. Ich kaufe jetzt Sachei für Spaghetti Bolognese. Meine Freundin kommt. Ich muss die Holle heute Abend, die ist heute Morgen um 4 Uhr sind wir los. Und das Prowein habe ich sie runtergefahren nach Schule. Und die fahren jetzt 4 oder 5 Stunden mit Bus heim. Haben nicht wirklich was gegessen. War sehr anstrengend, sehr große Messe anscheinend. Und für die mache ich jetzt mal Spaghetti Bolognese und für mich natürlich auch. So ist. Wir sehen uns morgen in alter Frische. So, servus, hi. Vom Dienstag Arbeit. Bin gerade am Weg ins THW. Heute haben wir den Pinfall zusammen gemacht. Den 3-7er. Und ja, jetzt soweit alles klappt. Ich habe es nur vergessen, Pleuelschrauben zu bestellen. Weil ich nicht dran gedacht habe, dass es auch den Schrauben sind. Von dem her kommen die auch noch neu. Da gehen wir einfach kein Risiko ein. Wir haben jetzt erst einen Pleuelschrauber gehabt. Zwar nicht in unserem Mischgewächs, aber ja, ihr habt es ja gesehen im Video davor. Dann haben wir heute Nachmittag den Akros abgeschleppt. Der hat einen Kupplungsschaden. Ich denke mal, ist ja relativ bekannt bei den MP. Bis zum MP3 haben die ja Probleme damit, dass die quasi eine gezogene Kupplung haben und keine gedrückte Kupplung. Ganz genau, wie sie das eigentlich weiß, immer nur oder haben schon ziemlich viele erzählt. Das Licht an. Ist besser, das wäre jetzt besser. Haben nur mitbekommen von einigen anderen, ich kenne es selber auch mit. Darunter, dass da quasi das Ausrücklager auseinanderreißt, weil das quasi immer gezogen wird und quasi nur Spannung ist, ein bisschen eine Fehlkonstruktion ist, ja. Trotzdem 780.000 Kilometer hat es bei mir. Ich bin mir sicher, das ist nicht die erste Kupplung, das wird wahrscheinlich die dritte sein oder sowas, oder die zweite. Und halt auch bei mir viel rangieren, viel kuppeln, irgendwie reinfummeln an Container und. Das ist halt einfach eine höhere Belastung wie jetzt ein Fahrzeug, wo jetzt einfach nur
Tour 1000 Kilometer auf der Autobahn fährt am Tag. Und billig geschaltet. Ja. So, ich bin ein bisschen müde. Gestern früh raus, ich spät ins Bett. Ja. Nee, auf jeden Fall haben wir den abgeschleppt mit dem Liam beim Azubi. Super Kerl, ich muss ihn auch mal nochmal loben, weil macht nicht jeder Azubi so geschwind mit, dass man da jetzt mit seinem eigenen Schlepper den 10, 12 Kilometer in die andere Werkstatt schleppt. Oder ja, in die Werkstatt schleppt, weil ich selber. Ich habe keine Grube, ich habe die Zeit nicht, ich habe die Leute nicht. Ich habe schon mal Kupplungen gemacht an LKW. Ja, ist auch meistens eine Sattelzugmaschine gewesen, auch an Mercedes und so weiter. Man kann jetzt an dem zum Beispiel einmal den Container mehr runterlassen, muss man quasi alles von unten machen, oder fast alles von unten machen, das ist schon ein Geficke. Und dann sah ich auf draußen, brauche noch TÜV. Noch ein paar andere Kleinigkeiten und dann gesagt, komm, ich stelle das Ding in die Werkstatt. Was soll ich da groß rummachen? Wird bald wieder Frühling dabei und öfters. Da muss der Karre einfach funktionieren von dem her. Kann man nicht immer alles selber machen. Wenn der jetzt bei mir drin ist mit der Kupplung schade, dann steht er halt einmal im Weg und den Platz brauchen wir gerade anderweitig und. Ja. Von dem her haben wir jetzt den Bremsenschneider gestellt nach Vettelbach, Giesbert, Zentler. Das ist eigentlich so mein Ansprechpartner, was Werkstatt, LKW-Werkstatt angeht. Super Werkstatt, absolute Fachleute. Und richtige Schrauber noch, nicht nur so ein bisschen Larifari. Teile tauschen, sagen wir, die können richtig reparieren. Ja, genau. Was ist heute mal los? Ja, das haben wir gemacht. Hat geklappt soweit. Wir haben jetzt endlich den Kipperzylinder hier abdichten können von dem Volvo LKW. Weil da ist fünfmal, zwei oder dreimal das Falsche gekommen. Ja, genau. Das ist jetzt auch dicht und sonst schon auch so passiert. Die Ümerkabine ist heute fortkommen zum Lackieren, genau. Könnt ihr euch dann mal noch zeigen. Nee, kann ich nicht zeigen, ist ja weg. Zum Lackieren, bin gespannt, wie die rauskommt. Weiß gar nicht, was der Kunde sich von Farbe aussuche. Ich sag schon wieder, weiß gar nicht, was der Kunde sich von Farbe rausgesucht hat. Ich glaube so Unimog Türkis, also so. Wo es grün ist, wie er glaubt, war, das ist so Meeresgrün. Keine Ahnung. Es gibt einen speziellen Farbcode von Mercedes. Mal, wie das rauskommt. Sonst. Irgendwas Neues, Tolles zu erzählen. Ich hatte die ganze Zeit. Ja, am Wochenende fange ich an. Wenn ich anfange, Ölabschalter mal Probeschachtung zu machen, wie tief meine Rohre drin sind, meine Leitungen, wo ich anschließen will, das passt vom Deckel her und so weiter. Ja, geht's los. Offiziell das Ding auch voll auf Reise. Und mal schauen. Wo was. Nee, dann weitermachen. Ja, genau. Jetzt kann ich spontan auch nicht rein. Also, wie gesagt, bis morgen in alter Frische. Bis dahin. So, Bett läuft wieder. Herzlich willkommen vom Mittwoch. Da wieder alles wird sagen gemacht. Kiste läuft soweit wieder. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber kriegt man voll hin. Den Hänger kennt ihr wahrscheinlich noch. Da sind Dinge, Belege festgegangen, die dann nicht mehr wirklich funktioniert.
Bremsseile haben wir auch noch neu reingemacht, oder machen wir auch noch neu rein. Habe ich von Anfang an gesagt, hat er irgendwie noch gebraucht. Und ich glaube, die Belege, die liegen auch schon irgendwo relativ lang rum, die sind richtig, richtig hart und alt, also obwohl sie neu sind, von dem her, naja, wird man hinbekommen. Jo. Wie gesagt, da wieder alles über gemacht. Mit einem Abdruck über Nacht ohne Ölwanne. Da haben wir quasi gesehen, ob unten was rausprofft, aber das ist nichts gekommen. Ist wieder alles dicht, so wie wir gewollt haben. Und jetzt müssen wir mal warm fahren. Mal gucken, alles passt. Zwei, drei Sachen brauchen wir noch. Ein paar Kleinigkeiten und dann ist der Morgen soweit auch fertig. Und kann der Kunde wieder mitnehmen. So sieht's aus. Bis später vielleicht, oder? Kann auch immer. Gesehen habt, haben wir hier mal geguckt nach den ganzen Leitungen und wie die haben sich vermeiden. Ihr seht, dass hier oben die Leitung, die geht in den Heizung dahinter. Und da kommt eine, die geht dann in den Wasserpumpe, Kühler vor und selber Start. Kühler habt ihr auch gesehen, verteilt die Hitze ganz gut. Jetzt ist nur gucken, dass ich in der Temperatur anzeigt, dass das funktioniert, dass er nicht quasi heiß wird oder sonst irgendwas. Ohne dass die Temperatur einfach angezeigt wird. Genau, sonst passt es auch so weiter. Was gut, wir haben das ja auch direkt gesehen. Von dem her, was haben wir jetzt Temperatur auf dem Bulldog? Zeigt er was an? Hä? Ganz kalt, aber zeigt er ein bisschen was an? Also müssen wir doch mal noch am Sensor gucken, was der an dem Sensor, in der Werkstatt an der Leitung, was der bei wie viel Grad anzeigen muss. Da können wir schon mal gucken vorne in der Unterlage. So, herzlichen guten Morgen vom Freitag. Hat schon unterwegs gewesen. Ich war noch schon beim Bremsenschneider, hab da reingeguckt, wie im LKW, war da eben der Weg, da bin ich mir ganz los weiß. Guck schon mal, was der Karre macht. Ich weiß, das können die Mechaniker meistens nicht so leiden, ich kann es auch nicht leiden. Ist auch völlig normal, war es echt auch wegen größerer Reparatur. Ja, aber die sind echt fit, kannst sagen, was willst. Den ist glaube ich auch das Getriebe stehen lassen, als Getriebe drin lassen und den Motor nach vorne rausgemacht. Aber wenn das sind die Profis, die wissen schon, was sie machen, was schneller geht und was auch was besser ist. Ja, neue Ohrlacht hat es gegeben, der war so oder so nötig. Und dann. Die zwei Luftventilmaßen noch eine Kupplung an sich selber, die war eh kurz vor dem Verschleißgrenze, gerade mit dem Werkstattmeister geschwätzt mit Giesbert. Der hat gesagt, ja, das ist immer so, kurz bevor die quasi eh vom Verschleiß her der Hunde werden, reißt das außer klar aus. Das ist
ist einfach so und ist auch in Ordnung. Und wie gesagt, 780.000 Kilometer meine ich, also auf jeden Fall über 750. Da bin ich mir sicher, 780, weiß ich nicht ganz genau, aber ja, sei mal eben gestellt. 30.000 Kilometer im LKW merke ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Gibt es noch TÜV, SP, Tachoprüfung, das komplette Paket machen die. Meine zwei Druckluftventile machen sie, sonst was noch irgendwas wäre, machen sie auch. Und echte super Werkstatt, Bremsenschneider, wenn ihr überlegt, wir haben es am Dienstag noch umgeschleppt und jetzt sind sie die neue Kupplung schon drin, also bauen gerade schon wieder zusammen. Kann man überhaupt gar nichts sagen. Ja, und wenn es nahe geht, der Kiesberg und ich, also solange den LKW halten kann, ich halte den Karre. Das macht nur Sinn, weil du halt einfach keine Probleme hast mit AdBlue, mit Abgasnachbehandlung, sonst irgendwas. Das ist so ein einfaches Auto. Die freuen sich ja, glaube ich, an so einem alten Karre mit zu schrauben, nicht an so einer neuen Karre immer. Aber der, ja gut, der Bremsschneider ist sowieso eine Werkstatt, da kommt schon wegen des ältere Semester noch. Und deswegen bin ich da lieber noch gegangen, weil die fit sind mit solchen Karren. Ich soll jetzt zu Mercedes, du, die will immer neu verkaufen, so dumm wie es klingt. Und der war damals so günstig, ich habe den, ich glaube für 16.000 habe ich den damals gekauft, also da brauchst du echt nicht überlegen. Das Ding einfach fahren. Natürlich, wenn jetzt was Größeres kommt, wie jetzt Motor und so, muss man sich überlegen, aber da können wir auch noch trotzdem noch drüber schwätzen, was da quasi, was es kosten würde. Ja, wenn ich jetzt auch fertig bin mit der Reparatur, würde ich sagen, war wahrscheinlich sagen, was es kostet. Denke ich mal. Ja, ist einfach so. Mittlerweile habe ich das auch gelernt. Natürlich sind wir Mechaniker, mir hätte das vielleicht auch irgendwie hinbracht. Aber nicht in der Zeit. Nicht mit dem Fachwissen. Nicht mit der Sache, dass man quasi. Wie soll man sagen, dass halt einfach alles reibungslos geht, dann müssen wir da wieder gucken, wie geht das, jenes, rum, hin und her. Und die Kerle da drin haben das wahrscheinlich schon 30, 40 Mal gemacht. Die wissen, wie das geht. Das ist ja in Ordnung so. Und von dem her passt das. Bin ich sehr zufrieden. Freundlich, wenn es bald wieder Aktos fahren geht. Mit neuer Kupplung und ein paar andere neue Bauteile. So wie mal zum Freitagvormittag. Ich fahre zum Werkstatt wieder rum. Und dann gucken wir, was da noch so ansteht. So, herzlich willkommen von Sindelfinger oder kurz vor Sindelfinger. Notfalleinsatz, schneller wie gedacht. Firma Wirtgen hat angerufen, Problem in Sindelfinger oder bei Sindelfinger, Mercedes-Werk, Daimler-Werk. Schnell Asche von dem Traditionen abbrochen. Im Werk, an der Fräse. Jetzt haben wir mal mein großes Leuch, das kleine Leuch eingepackt. Schweißgerät, ein bisschen Sachflex. Was weiß ich, Trennscheibe. Und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir es hinbekommen, dass die weiterfahren können, weil das eilt anscheinend ziemlich. Und gucken wir mal, wie wir dann helfen können, wie da reinkommen und was weiß ich. Ich glaube, mit vielen Minuten drin ist da nichts. Von dem her gucken wir mal, was uns erwartet. Ich kann es nicht sagen, wenn wir auf meinem Weg sind. Ist es kalt. Tschüss. Alter, geil. Ha 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 ha!
hier in dem alten Werk drin. Wird hier alles abgerissen. Also so wie ihr seht, echt mega cool hier. Ja, das mit dem Ding ging ganz gut mit dem Hinschweißen. Ich habe es zwar nicht beidseitig schweißen können, aber also nicht ganz rundherum, sondern bloß einmalig. Aber das ist bloß für so einen Fräsdeckel, also ein ganz kleiner Zylinder, eigentlich nichts Wildes. Da haben wir selber wieder eine Reihe fahren, echt mega cool. So alte Rampe da, wenn es alles so baut, dass man da jetzt quasi rein rausfahren kann. Muss ich dann auch noch schon abmelden. Dann fahren wir wieder raus aus dem Mercedes-Werk. Wenn ich soweit alles finde. Mercedes Mania. Ja, schon ganz schick in den Keller, was da noch fahren. Vorne sehen wir dann gleich. Wenn wir uns da eine seitlich quasi, da habe ich das Ganze, was abgerissen wird, wo jetzt gerade drin war. Riese Teil. Wenn wir uns dann gleich da vorne vorbeifahren, auch für die Abbruchbaustelle, Haufen Bagger und so, dann muss man vielleicht mal mitlaufen. Vor allem, dass ich da jetzt verknackt werde, wenn dann hier irgendwas ist. steht da nichts Besonderes irgendwie. Ja, da jetzt rechts seht ihr, kann zwar nicht drauf fahren, aber da seht ihr, große Abbruchbaustelle. Genau. So, hier rechts. Ja, da könnt ihr vielleicht so ein bisschen was sehen. AWA-Bruch, vielleicht noch gar nichts. Stuttgart wahrscheinlich so großer. Sind sie da am Pulverisieren und Schreddern und so weiter. Der große Langstielbagger. Mal quasi die ganze Etage da raus. Jo. So viel mal hierzu. Halt auch eine schöne MR110. Zwei Hyundai-Bagger fahren die. Ah, sehr. Mal was anderes. Ja, das war's mal soweit. Dürfen mal. Es hebt, denke mal schon. Extra ein großes Schutzglasschweiß vielleicht einpackt. So wild war es gar nicht, das hätte man mit Elektrode schweißen können, aber naja, wird heben. Aber die schaffe jetzt eh nur noch 2 Wochen und dann ist Ding. Dann sind die wieder eine Woche Pause oder sowas, dann kann die Maschine in Werkstatt und kann vernünftig geschweißt werden. Genau. Alles klar, so wie mal zum Freitag. So, herzlich willkommen vom von da. spannende Woche wieder. Haufen los. Viel zu tun gewesen. Ja, meistens haben wir eigentlich so weit gefilmt. Aber wenn ich nicht immer dabei sein konnte, um es direkt zu filmen, müsst ihr verstehen. Ist leider so. ja. Genau. Dann haben wir jetzt einen Wäscher reinbekommen. Da haben wir ein bisschen was dazu, einen Kundendienst, Durchsicht, ein paar Arbeitsscheinwerfer montieren und. So ein paar Kleinigkeiten halt einfach. Hier, Großbestellung kommen für einen Kunde von mir. Müssen wir noch zusammenbauen und quasi danach schauen, dass das alles funktioniert soweit. Habe ich mir selber auch irgendwie bestellt zum Vermieter quasi, dass er nochmal was braucht, vielleicht gerne melden. Dann haben wir hier den 300er, der ist fertig geworden, das hat alles soweit funktioniert, Gott sei Dank. Hier geht es weiter an dem Minibagger, ist vorne das V8er ausgebrochen, mal gucken, wie wir das hinbekommen. Kundendienst durchsichtet überhaupt, halt mal gucken, was da genau Phase ist. Für den kleinen Stopper sind Teile kommen. Da schauen wir uns dann mal, dass wir dann am Montag, Dienstag gleich anbringen. Jo, einige Kleingeräte haben wir gemacht wieder, wo jetzt fertig sind. Wo aber auch noch welche zu machen sind auf jeden Fall. Immer irgendwas los. Und ja,
das war's einmal so im Großen und Ganzen. Noch sagen wollen. Ah ja, für meine Freundin habe ich was bestellt. Jetzt schon gesehen, aber ich hoffe, die freut sich drüber. Hier, Milwaukee Schere. Das ist echt ganz cool hier. Elektrische Schere. Und so, so eine Mini-Kettensäge, um größere Äste sowas wegzumachen. Ja, genau. Schauen wir mal. Ja, sonst gibt es nicht auch viel Neues. Gestern war ich noch beim Radladen von Merkle. Weiß nicht, ob ich da gefilmt habe. Ich glaube nicht wirklich was. Probleme mit dem Innspital gehabt. Einfach quasi das Innspital hat einen falschen Wert. Hat zwei Drehwinkelsensoren drin, in einem Sensor quasi. Muss ich gegenseitig überprüfen. Der eine ist gegangen, der eine ist nicht gegangen. Deswegen wusste ich nicht, wo es genau steht. Deswegen hat er sich aufgehängt, hat man leer gemacht. Und brauchen wir dann quasi neu. In diesem Zug haben wir so Flugge-Multimeter, Strommesszeige geholt von 4 mA bis 20 mA oder bis 100 mA. Sehr interessant, gerade für so kleine Sensoren, für so kleine Ströme und so weiter. Und muss nicht immer die Leitung ausschäppeln und so. Habe jetzt da leider machen müssen, weil ich anders nicht reingekommen bin. Um den Strom zu messen, zweimal gleich, wisst ihr, in Reihe und parallel messen. Also quasi bei Ampere in Reihe messen. Naja, so ist es eben leider. Aber das kann man mit Isolierband eigentlich wieder gut in den Griff kriegen. Und es ist in der Kabine drin, da kommt nicht ganz so viel Feuchtigkeit hin. Von dem her, ja. Das war es eigentlich soweit vom dieser Woche, vom Sonntag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen.